It does. This fancy camera does not give you any extra talent, Victoria. Or excuses. You will not hurt Kate Marsh this time. Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. Das sieht er wahrscheinlich nicht gerne. The right thing to do. Also der Plan ist jetzt, ihm ein Foto einzureichen, um... Aber was soll das bringen? Und ihm nach San Francisco als... Oh, Rachel. I'm sorry. Glaubt sie immer noch, dass San Francisco, in Anführungszeichen, dass er wirklich vorhat mit den Schlüssel von San Francisco? Es ist doch jetzt offensichtlich, dass San Francisco eine versteckte Hülse für seinen geheimen Pornokiller ist, dass man das da jetzt. Es ist doch, als ob denkt die jetzt immer noch, dass das, als wenn wir jetzt ein Foto einreichen, das wäre jetzt sie, das würde jetzt Victoria aus dem Rennen werfen und sie wird das dann gewinnen oder nach San Francisco. Was ist denn, als ob? Mr. Jefferson, machen wir's mal. We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? I can see you're kissing ass again. Nothing new. What did you just say? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? Not until Victoria knows that hiding behind a screen and posting videos of people is totally fucked up. You know how easy it is to hurt somebody? To destroy their life? Are you proud of yourself? If you have any feelings left, you should think about your actions. Listen, I didn't... Of course you did. You're so insecure, you can't even be happy with your own talent. You have to try and bring everybody down to your mean and ugly level. Okay, I do not have to listen to this bullshit. Do I, Mr. Jefferson? Well, it looks like you already did, Victoria. Then I guess I'm done talking. I sure hope so. I'm not going to say I didn't enjoy that, but why? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No, it wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. Mm. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Und was? Soll das angerichtet haben? Da hat sich so ein gar nichts verändert. Ah, okay. Mr. Jefferson wird verhaftet, okay. Aber wie? Durch das eine Foto. Haben wir das aufgedeckt oder was? Wie?
Warum? Wow. Okay. Wie hat das das jetzt? You're okay, Max. You're safe. On a plane. I hope I did everything right this time. Sind wir mit ihm auf dem Weg nach San Francisco mit dem Schulleiter? Good work, David. Was ist passiert? Chloe, you're alive. Oh, warum ist passiert? I did it. I fixed everything. Ich verstehe es nicht. Wow, sir. Bin ich vielleicht ein bisschen zu begriffsstutzig oder wie? Ich meine, ich habe schon die Bilder gesehen, aber it's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Let's see, 10 across 6 letters, blue. How the hell am I supposed to? We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. I have to admit, I love being called an artist. Helden des Alltags. Ausstellung Künstlerempfang. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. Bitte was? When we were innocent. Dass du jetzt noch den Begriff benutzt. Okay, das haben wir schon. Being called an artist. Können wir eine Zeitung lesen? The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Vielleicht erschließt sich dadurch etwas für uns. Two Moon Diner. Inmitten all des Umweltchaos in Arcadia Bay, wie Schneefeuer außerhalb der Saison und gestrandete Wade, berichten Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr, zwei Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufzogen. Das Ausbleiben von Video- oder Bildaufnahmen veranlasste örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund des neuen Öko-Chaos übersteuert. Blackwell-Sicherheitschef entdeckt Bunker und Skandal. Ich kann auch nicht mehr lesen. Im Verlauf der Untersuchung diverser Hinweise von David Madsen, Sicherheitschef der Blackwell-Akademie, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl an den Opfern keine weiteren Anzeichen physischer Gewalt oder sexueller Gewalt festgestellt wurde, schockierten die Ermittlungen das beschauliche Städtchen Arcadia Bay. Selbst gegen Sean Prescott, einflussreichster Geschäftsmann der Umgebung, wurde wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune, unter der sich die Hightech-Dunkelkammer befand, ermittelt. Und wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Okay, also haben wir jetzt dem David alles gesteckt, nachdem wir uns für den Fotowettbewerb beworben haben und fliegen jetzt nach San Francisco. Alles ist gut und alles wurde aufgedeckt. Alles wurde von Sicherheitschef aufgelöst, bevor es schlimm werden konnte. Oder was? Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate.
Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco, with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip, and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. I bet this is a nice break for Principal Wells. After all the damage control he had to do this week at Blackwell. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Jefferson wollen wir jetzt nicht jetzt. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Ja, was? Okay. Zeitgeist-Galerie. Ja, ich dich auch. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. After this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Ja, man glaubt's gar nicht. Okay, er hat sich teleportiert. You did it. Noch hier. Somehow. I went from the dark. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. San Francisco. Ein Zeitgeist, eine Geschichte in Bildern. Zeitgeist, du kannst nicht mal nach der Story. I wish I had time to go see those murals here. Mission Wandmalereien. Gabriel Monaretz. I need to drop some serious cash in there. Verschenken Sie Kunst. Mäzen und Spenden. Spenden fleißig. Spenden fließen direkt in Kunstprogramme der Gemeinde. Vielen Dank, Galerie Zeitgeist. Staff only. Okay. Das muss ich erstmal verdauen. Ja, okay, schon mal was geschafft, haben wir
saucer. A Danny Lee article. It's had me fixed. Die Golden State Reporter. Ich ließ meine Kunst in San Francisco von Daniel Lee. Ja, ich wurde in einem BART-Zug, BART-Zug geboren. Wortwörtlich. Es ist eine lange, unglaubliche Geschichte, die ich hier nicht wiederholen werde. Dafür wird Alkohol benötigt. Prost, Mama. Das mag meine obsessive Liebe für die Bucht und ihre Außenposten an Künstlern und Dissidenten erklären. Trotz der rapiden Gentrifizierung florieren Künstler und Erschaffer entgegen allen sozioökonomischen Drucks, denn genau das ist ihr Markenzeichen. Galerien wie Zeitgeist und Milkovich Fashion arbeiten mit diversen Gemeinschaften zusammen und praktizieren, was andere Mäzene nur predigen. Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Ah ja, die nächste Seite lesen wir nicht. Oh, das Tagebuch müssen wir auch bei Gelegenheit mal wieder lesen. Nachricht von Chloe. Bis General Max. Okay, jetzt müssen wir mal hier lesen. Was wir gut verpassen sollen. Ja, durch erfahren wir bestimmt, was passiert ist. Ich habe verstanden, denn in den SMSen. Max, du da? Hallo. Was ist los? Bist du okay? Geht hoch her. Hier, der Stiefsoldat hat die Bullen gerufen und ist abmarschiert mit seiner Knarre. Es ist irre, besonders da ich jetzt wieder mit dir rumhänge und dem Schnee heute. Alles wird gut werden, wir sind wieder zusammen. Hier Beleidigung einfügen. Menschlicher Emoji. Meld dich, wenn du was hörst. Geh klar, guten Morgen. Dein Hintern ist besser aus dem Bett, wenn meiner es auch ist. Aufgewacht, es regnet Eier und Pancakes. Du meinst wohl Waffeln? Also, was ist gestern Abend gelaufen? Das Stief-Sonderkommando kam gestern ganz aufgedreht nach Hause, wegen einer seiner Ermittlungen. Er könnte zur Abwechslung mal recht haben. Du bist lustig. Triff mich so schnell wie es geht im Tubrius. Okay, bis bald. Max, du hättest Frank eine Kugel verpassen sollen, statt ihm die Knarre zu geben. Chloe, sag sowas nicht, keiner will das. Zu spät zum Zurückspulen. Max musste ich sofort sehen. Ich weiß, was mit Rachel passiert ist. Triff mich am Leuchtturm, wenn du das liest, bitte. Achso, das sind die Sachen, die wir schon hatten. Wer da sein, ich hoffe, es geht dir gut. Max, danke, dass du gestern bei mir warst. Ich versuche aufzuwachen, als sei dies ein Albtraum. Warum Rachel? Sie hat niemandem was getan. Nein, hat sie nicht. Chloe, das tut mir so leid. Alter, wie kommen wir mit so einem Scheiß klar? Wir leben, Rachel hätte gewollt, dass du ein tolles Leben hast. Es ist die beste Rache. Jetzt müssen wir wirklich die Welt erobern. Nein, wir müssen nur für eine andere da sein. Für einander da sein. Du bist eine heilige Max. Yo, Max, zieh dir den Scheiß rein. Ich habe vorhin mit dem Stiefhelden geredet. Ich bin ganz Auge. Seit er Jefferson eingebuchtet hat, ist er ein ganz anderer Mensch. Er war echt cool und hat sich für sein Verhalten entschuldigt. Oh, sehr schöne Wendung. Das ist super, Chloe. Jetzt seid ihr wieder eine Familie. Wow, komm runter, Schwester. Ich bin
ihm nicht in die Arme gefallen, aber er hat geholfen, Rachel zu finden und ihre Mörder zu bestrafen. David macht sich offensichtlich echt viel aus Mama und vermutlich auch aus mir. Ja, mir ist stinklangweilig, nichts zu tun. Was machst du, Hippie? Einige Hippies haben Hausaufgaben. Ist klar, du Dummdödel. Hab den Papierkram für Space City College schon ausgefüllt. Ich bin stolz auf dich, das hoffe ich. Chloe, ich habe den Wettbewerb gewonnen, entschuldige. Du bist genial, Max. Ich bin so stolz auf meinen Superstar, das ist erst der Anfang. Ich bin nur froh, dass ich es mit dir teilen kann. Aber hallo, du hast den Sieg auch verdient. Keine Emojis. Rowan, Mama, Kate. Oh, mit Kate haben wir was geschrieben. Drei Nachrichten. Max, ich habe gehört, du hast gewonnen und das macht mich so glücklich. Deine Fotos sind wundervoll. Es gibt mir Hoffnung, dass du jetzt entdeckt wirst. Danke, Kate. Du gibst mir Hoffnung, indem du meine Freundin bist. Sei nicht zu bescheiden. Verneige dich. Ich erwarte einen vollständigen Bericht beim nächsten Tee trinken. Abgemacht. Okay, dann haben wir... Danke, ich habe Angst, dass ich erstellen... Sag mir Bescheid, wenn du was brauchst. Okay, das war alter. Schon. Oh, ist cool, dass du gewonnen hast. Danke, Warren. Fühlt sich komisch an. Weil du in Flammen stehst, Mädchen. Ah, Dana, das ist klasse. Ich werde rot. Wir haben immer an dich und deine Fotos geglaubt. Natürlich habt ihr das, deswegen bin ich im Blackwell. Also Maxine, wir sind stolz. Mutter gratuliert uns. Papa auch. Mach ich. Okay. Ich verstehe, warum. Merci, ich weiß, Mama lässt dein Handy glühen. Ich verstehe, warum sagt ihr, sie soll sich keine Sorgen machen. Du bist erwachsen, das kannst du mir selbst sagen. Mach ich bald. Okay. Wir sollten mal das Tagebuch lesen, das wird uns bestimmt irgendwie Aufschlüsse geben. Bei Zeiten. Da ist ganz schön viel noch da, was wir lesen müssen. Ich glaube, bis seit 60 oder so waren wir gekommen. Muss mal gucken und dann mal weiterlesen. Wenn ich jetzt sitze, wollen wir hier in der Kunstgalerie noch ein bisschen was machen. Seite 50 oder 60, irgendwo waren wir da. Hier war es, glaube ich, hier das letzte Mal hier erneut. Nur David. So. I wonder how it is to live in a submarine like that. The revolution will not be televised. Ja, ich würde mal sagen, wir das Tagebuch lesen uns wann anders mal durch. Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Ja. Zur Not machen wir es dann nochmal. Laden wir nochmal einen Spielstand, wenn das Spiel vorbei ist, und starten dann nochmal rein. There I am, along with all the other Max winners. Caulfield. I should say artists instead. Aus verschiedenen Schulen oder was? Oder alle aus... Nee, wahrscheinlich nicht. Wir waren die einzige aus Dingens. Aus Backwall. Okay, mit ihm können wir nicht reden. What is a hero? Zeitgeist, genau hier. Es ist wirklich so, das ist jetzt... Nicht, dass sich einige wundern, das ist ja wirklich... Zeitgeist ist ein... Ist ein eingedeutschtes, das ist ein... Eingeenglischtes, also das ist ein
Germanistik, also so wie wir Anglistik, also Anglizismen, ja. Germanismen, sozusagen, so ein bisschen. So ein paar Wörter, die wie Kindergarten, die halt so ins Englisch übernommen wurden. Zeitgeist, Galerie. I heard Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. That was not so my style, shocking. But the neon is a nice representation. Oh shit. Pretentious alert. Yeah, Mark Jefferson, are you Max Caulfield? Bravo on your interest. I'm the art critic for Iris N magazine, and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Yeah.